Man sich immer denkt, oh, jetzt ist er sauer. Und vor allem 2 Minuten später kommt die nächste Bahn. Es ist ja nicht so, als würden die nur alle Jubeljahre fahren, wie es in Orten wie, was weiß ich, Strausberg oder so der Fall ist. Nein! Mitten in Berlin, wo die Bahn alle 2, 3 Minuten kommen. Die S-Bahn ist ja noch schlimmer als die U-Bahn in der Mitte. Da kommen die ja wirklich im 2-Minuten-Takt. Aber nein, da muss noch. Und wenn, ich meine, okay, wenn ich auch spät dran bin oder so. Ja, dann mache ich das auch. Nein, also ich gehe nicht in eine sich schließende Tür. Das nicht. Aber ich versuche mich dann auch in volle Züge zu quetschen. Das meinte ich damit. Wenn eine Tür zugeht, dann gehe ich dann nicht mehr hin. Da habe ich Angst. Auch bei Fahrstuhltüren, die zugehen, da, ich klemme mir da nicht die Hand dazwischen, sondern drücke höchstens noch auf den Knopf. Mehr nicht. Weil, nee, da warte ich lieber. Wer ist das denn? Oh. Nein! Mein Inventar ist voll. Nein. Kann ich das auch... Kann ich das nicht wegklicken? Nee, ich kann das nicht wegklicken. Habe ich noch irgendwas, was man nicht braucht? Kann ich das nutzen? Ja. Vorratskiste? Beschwört ein St... Oh, ein Eichhörnchen. Nee, das will ich nicht. Da packe ich das lieber hier rein. Ganz ehrlich, weil dann habe ich, ne? Dann kriege ich ein Eichhörnchen. Wenn ich noch mehr von dem Scheiß sammle. Ich meine, hallo, ein Eichhörnchen. Ein Haustier. Auch immer man da bekommt. Ja, wir packen einfach mal alles, was irgendwie nach Relikt aussieht. Ich finde das auch gut, dass wenn man so einen Scheiß sammelt, ja, dass man dann nicht hingeht und sagt, ja hier, Tiefmagal. 1 von 12? Das ist ja blöd. Mhm. Gut. Ich guck noch, ob ich noch irgendwas hab. Das sind die Guppies. Oh, guck mal. Das ist besser als das, was ich anhab. Das ziehen wir mal an. So, und dann versuchen wir jetzt noch irgendwie... Nee, also worauf ich hinaus wollte, es ist, ich meine, es ist schon cooler, wenn man diese Drecksammlungen nicht alle mit sich rumschleppen muss, vor allem wenn man so winzige Taschen hat. Ja. Sondern dann geht man einfach hin, sagt ja hier, ne? Ich füge es schon mal provisorisch in die Sammlung ein. Und wenn ich dann damit fertig bin, dann, ne? Ja, dann freue ich mich in Keks. Yay. Ich habe Lust auf Kekse. Aber immer wenn ich einkaufen gehe, habe ich keinen Bock auf Kekse. Und dann kaufe ich keine Kekse. Immer sehr unvorteilhaft. Und dann sitze ich zu Hause, habe Bock auf Kekse und habe keine. Und bin dann natürlich auch wieder zu faul, wieder loszulaufen. Nee. Vor allem nicht am Wochenende. Ganz ehrlich, am Wochenende... ist die beste, also die, wie sag ich, die glorreichste Sache, die ich noch hinkriege, ist mir vielleicht ab und zu eine Mahlzeit machen. Und das auch nicht, manchmal nicht wirklich, wenn ich dann wirklich keinen Bock mehr habe. Und einfach entweder müde bin oder, weiß ich nicht, faul.
Kann es auch sein, dass ich Wochenende mal einfach nichts esse, weil ich keine Lust habe aufzustehen. Oder einfach keinen Bock habe, zum Kühlschrank zu laufen. Was irgendwo deprimierend ist, aber... Herrgott. Kann meiner Figur nur gut tun. Nein, kann es nicht, aber ne? Es ist irgendwie merkwürdig. Also wenn ich was zu tun habe, esse ich mehr, als wenn ich wirklich Zeit habe. Ich meine, gerade wenn ich am Wochenende dann da sitze, meine Let's Plays mache, ich gehe schon ab und zu hin, also ich trinke dann schon, trinken tue ich, weil ich ja dann immer eine Flasche neben mir stehen habe oder eine große Tasse Tee mache. Oh, es gibt diese Woche bei Teddy riesige Becher für 1,50 oder so, da werde ich mir dann welche kaufen. Da freue ich mich schon. Ja, gehe ich morgen mal hin. Nein, morgen ist Sonntag. Übermorgen gehe ich hin. Dann kaufe ich mir Tassen und dann freue ich mich. Weil in die Dinger kriegt man auch über einen halben Liter rein. Und dann, erstens wird der Tee dann nicht so schnell kalt. Weil ja, ne? Weil hier flache Gewässer schneller Temperatur wechseln als Tiefe. Mir juckt der Nase, als müsste ich niesen. Aber irgendwie niese ich nicht und das ist sehr unangenehm. So, nee, jedenfalls. Und es ist natürlich, dass ich dann auch mehr trinke, weil wenn ich dann auf Arbeit 2, 3 Tassen davon trinke, habe ich auch meine 1,5 bis 2 Liter weg am Tag. Und dann bin ich glücklich. Meine Ärzte sind glücklich, weil die mir dann nicht mehr erklären, dass ich dehydriert bin. Oh, das mochte meine Kinderärztin früher gar nicht. Früher habe ich ja, wenn ich gut war, einen halben Liter am Tag getrunken. Und dann so, ist mir scheißegal, was du trinkst. Und sei es Cola, Eistee, irgendein anderer Scheiß an Zuckerzeug. Trink, Weib, trink. Dann habe ich mir angewöhnt, immer Eistee zu trinken. Wobei ich da auch sehr wählerisch bin. Also diesen Nesti-Quatsch kann ich ja gar nicht leiden. Und ja, ich muss ja jetzt irgendwie die Zeit rumbringen, während ich hier noch diese restlichen 4 Fische angel. Was mir auch ein bisschen auf den Sack geht, dass es so lange dauert, aber gut. Deswegen erzähle ich jetzt von Eistee. Also, jedenfalls ist Nesti total eklig, weil es ist so widerlich überzuckert. Oh, kann ich gar nicht haben. Yay, nur noch 2 Fische. So. Dann diese Tetra-Packs, die ja auch relativ günstig sind, die es bei Lidl und so gibt, die schmecken mir auch nicht. Ich trinke eigentlich meistens Lipton. Früher habe ich gerne Mango getrunken, aber inzwischen, also ganz früher habe ich immer Zitrone. Dann irgendwann kam meine Mango-Zeit, aber Mango ist... Ich weiß nicht, ob sie was verändert haben oder dass es mir inzwischen einfach zu süß ist, aber das ist auch nur Zucker. Und deswegen trinke ich jetzt wieder Zitrone. Als Pfirsich konnte ich irgendwie noch nie so richtig leiden. Also ich trinke es, aber es schmeckt nicht so wirklich. Ja. Und morgen hat meine Mama Geburtstag. Da gehen wir dann zum Chinesen. Gucken, was das wird. Das ist aber Sonntagabend zum Chinesen und das mitten in Berlin. Und ich wohne nicht mitten in Berlin. Ja, ich wohne ein Stückchen auswärts. Und das finde ich dann irgendwie scheiße, wenn man Sonntagabend, wenn man am Montag wieder früh raus muss. Also Samstag sage ich ja nichts gegen, aber Sonntag, dann kommen wir da 18 Uhr hin. Dann warten wir wenigstens bis 19 Uhr, bis alle da sind, bis alle Getränke bestellt haben, bis das Essen irgendwann einmal gekocht und da ist. Und dann
essen ja alle, das dauert auch noch eine Stunde und dann sitzt man vielleicht noch eine Stunde rum und guckt sich die Wand an, beziehungsweise unterhält sich miteinander, wenn man Glück hat. So, das heißt, ich sitze dann da bis 9 Uhr abends und muss ja dann noch über eine Stunde heim. Und sowas regt mich ja massiv auf, ganz ehrlich. Und dann ist es 9 Uhr, der Tag ist versaut, weil du musst ja auch schon um 5 los und um 6 da zu sein. Na, sowas kann ich ehrlich gesagt gar nicht leiden. Mag ich nicht, weil es ist ätzend. Vor allem an einem Wochenende, wo ich eh einfach nur noch schlafen will oder spielen. Na gut, gucken wir mal, was Toss Nissim zu sagen Ich hat. habe jahrhundertelang Möchtet ihr gefahren. etwas über den Bergbau lernen? Zuerst muss man das Erz finden und dann muss man es aus dem Boden extrahieren. Wenn man mit dem Verhütten fertig ist, kann jemand damit Waffen oder Rüstungen schmieden. Denkt daran, der Bergbau ist nichts für Chorknaben. Es ist eine physisch anspruchsvolle Aufgabe für jemanden mit starken Armen. Ach, war das nicht der, mit dem ich quatschen sollte? Ich kann euch fortbilden. Okay, mit dem sollte ich sprechen. Handwerker-Tricks. Das Fleisch von Tieren abzuschaben, die man besiegt hat, ist nicht besonders schön. Aber wisst ihr, was schön ist? Die Tatsache, dass die Kleidung und die Rüstung, die von den Ausrüstern und Rüstungsschmieden hergestellt werden, ohne Leder nicht hergestellt werden könnten. Wenn ich mir ein paar Tage meine Hände schmutzig gemacht habe, kann ich so viel Leder verkaufen, dass ich mir neue Hände kaufen könnte, wenn ich welche bräuchte. Ja. Sammler. Na, rede mit dir. Weisheit ist Lügen, daher unterrichte ich. Olten Idrin. Handwerkertricks. Pflanzen und Kräuter sammeln. Das ist mehr als ein kindischer Zeitvertreib. Mit Hilfe der Pflanzen dieser Welt können Alchemisten mächtige Elixiere brauen. Und das Holz wird von den Waffenschmieden gebraucht. Eines kann ich euch versprechen, Lassana. Das Leben eines Windbeuters besteht aus Entdeckungen und Abenteuern. So, hab ich jetzt mit allen geredet, mit denen ich reden sollte? Nein. Gut. Gehen wir erstmal Quest Euer Geld ist stets willkommen. ab. Handwerkertricks. Ich hoffe, die Sammelausbilder haben euch etwas beigebracht, das Hanna. Denkt daran, je eher ihr damit anfangt, etwas zu lernen, umso schneller werdet ihr es meistern. Bis